Ich weiß nicht, der, warum der Duke uns dafür so viel Kohle gibt. Na gut. Ich sehe nur die großen Viecher hier rumflattern. Das sind ganz normale Krähen, aber die hier gefallen mir nicht. Luisas Haus, da fehlt noch was. Ich wette mit dir, da müssen wir bestimmt wieder rein, sonst wären die nicht da. Die Frage ist nur, will ich da jetzt schon rein oder später? Das glaube ich. Ich finde es schade, dass man nicht mehr zurück ins Schloss kann. Jetzt will ich dem erstmal das rohe Hühnchen geben. Kann er sich auch gleich Salmonellen holen. Aber gerne. Alter, so ekelhaft. So widerlich. Teddy? Ein Zehner. Ist okay, nehme ich mit. Ja, ausrüsten, komm. Was war am Hammer? So, gibt's hier noch irgendwas? Hat der hier noch irgendwas zu verkaufen? Nein, ne? Also nichts Besonderes mehr. Sie ist als Investition, Ethan. Oh, halt die Fresse. Vor allem, woher weißt du, wo ich heiße? Bis nächstes Mal. Gut, wir haben ja jetzt gesagt, jetzt gucken wir. Vierschlüsseliger Schlüssel geht nicht. Zugbrücke. Habe ich aber auch nichts, ne? Geflügelter Schlüssel mit zwei Flügeln. Das bedeutet, ich könnte jetzt eigentlich nur noch versuchen, hier reinzukommen. So gut, ich kann geradeaus und dann über. Hier durch. Achso, hier war ich schon, okay. Kannst du den Schlüssel... Nee, die Schlüssel kann ich nicht kombinieren. Von daher werde ich wahrscheinlich das machen, was der Blub geraten hat. Oder du zu, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich nehme an, ich muss hier weiter. Das ist für mich relativ... So eine Chemikalie, kann ich damit irgendwas bauen? Ja, aber ich habe Gewehrmunition mehr als genug. Die Nummer 7. Okay, rostiges Zeug. Ich sammle jetzt erstmal die Sachen, weil ich die nicht brauche. Sieh aus dem Fenster. No. Oh. Hat er mich erschreckt? Okay, warte mal. Das war 07, 04, 08. Die 07 war weiß. Die 04 war gelb. Oh Mann! Hau ab, du Lümmel! Such dir eine Freundin! Ah nee, die gibt's ja nicht mehr. Die 08 war blau.
Lass mich doch mal in Ruhe nachdenken, dreckiges Arschloch. Weißt du was? Drauf geschissen. Ich mache Munition dafür. Okay. Ach so, null. 7. 8. Nee, 4. Aha. Vollautomatische Pistole. Warte mal. Die will ich mal untersuchen. Die hat eine Schussfeuerkraft aktuell von 160. Und die hat aktuell 140. Okay. Gut, dankeschön. Und wir haben eine Wagenheberkurbel. Das bedeutet, wir wissen, wo wir hin müssen. Oh. Warte mal. Dass die linke Hand nicht nachwächst. So, ich muss auf jeden Fall nochmal das machen. Mache ich das nochmal und dann ist der Käse gegessen. Hat für mich doch ein bisschen mehr Muni gekostet als gedacht, aber hey. Wir sind vorangekommen. So, ich will jetzt doch nochmal zum Duke gehen, bevor ich hier weitermache. Das klingt jetzt ein bisschen doof. Aber so ist das nun mal. Weil ich nochmal gucken will, welche Waffe ich jetzt mitnehme. Ich finde es gut, dass nicht so viele von den Viechern hier nachspawnen. Finde ich fair. Auch wirklich. Oh, ich hätte hier so eine Dingsbums nehmen sollen, anstatt... Na komm, ist egal. So, ist halt kein Wundermittel. Ja gut, auf der anderen Seite, wenn du mal bedenkst, haben wir, wurde dem Ethan schon die rechte Hand abgeschnitten und die hat er sich dann einfach... mal wieder angenäht, also. Dementsprechend. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. So. Verkaufen. Ich will nicht. Die Lemmy ist ja jetzt schon. Die so viel wert. Willst du dich wirklich jetzt schon davon trennen? Ja, ich habe eine neue Waffe. Wenn also. Du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Landmine. Nee, du kannst nur noch aufrüsten. Hm? Was? Ah, schon gut. Das war's. Sieht soweit alles gut aus. Hals und Beinbruch. So, ich
speichere trotzdem nochmal hier ab, falls es für den Fall, dass es ein Fehler war. Aber auf der anderen Seite, wir hatten 130 Damage bei der anderen und hier haben wir 170. Die hat aber noch keine Erweiterung. Macht aber nichts. So. Wunderbar. Und jetzt... Hier nochmal. Zui, du hattest mal geschrieben unterm Bett, ne? Aber hier ist nix. Hier ist echt nix. Wer weiß, vielleicht kommt das noch. Wie bei der Kirche, glaube ich. So, machen wir jetzt mal weiter. Wir haben hier im Dorf genug rumgelümmelt. Ist vielleicht wie bei der Kirche. Der war ja auch die ganze Zeit rot und die ist immer noch rot, aber die hat ja immer weitere Verbesserungen. Also von daher, wer weiß das schon. Wer weiß das schon. Ich bin jetzt mal einfach mal ein bisschen stiller. Ah, ich kann jetzt hier unten durchkrabbeln. Hallo, ich hab geschossen, du Ficker! Alter. Hast du jetzt beide gekillt, die Frau und diesen Werwolf? Den Werwolf-Typen habe ich noch nicht gekillt, aber die Tussi, die ist hinüber. Die Tussi mit ihren drei Töchtern. So, das ist schon einmal weg. Vielleicht kann ich jetzt hier nach links. Die sind so super. Die sind viel besser als gedacht. Langsam kriege ich Hunger, Leute. Ich hab wieder was. Was ist mit dem los? Wer panzert diese Vögel?
natürlich übertreib. Alter. Ist ein Lümmel. Alter. Mach dir was zu futtern. Habe ich noch eine Medizin? Eine mache ich mir noch. Also es war jetzt, es ging. Ich hätte vielleicht mit dem Scharfschützengewehr was machen sollen. Also wenn ich mir jetzt was zu essen mache, Leute, dann ist der Stream entweder für eine Zeit lang vorbei. Oder wir machen den Stream heute komplett dann fertig. Gut, Money. Brunnenkurbel. Ah, interessant. Dann also zurück zu den Brunnen. Scheint ein besonderes Klo zu sein. Ah, ich weiß, wo ich bin. Okay, Plumpsklo. Schießpulver, wunderbar. Oh, super. Sieht ganz gut aus. Achso, okay. So, dann kann ich das hier aufmachen. Aber vorher würde ich gerne gucken, ob ich noch in das Haus reinkomme. Von der anderen Seite verschlossen. Das ist Luxus, Plumpsklo. Ja. Das stimmt. Der hat jetzt geschluckt. Ja, das stimmt. Er hat gefressen. Wunderbar. Klingt jetzt doof, aber ich bin hier bei diesen Viechern, bin ich echt kein Freund davon. Der geflügelte Schlüssel ist lediglich Teil eines Ganzen. Drei weitere Teile vervollständigen ihn. Ich verstehe. Ich sollte zurück zum Duke. Was haben wir denn hier? Habe Mutter Mirinda zwei Ziegen geopfert. Habe Mutter Mirinda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, wozu? Keine Nachricht von Mutter Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. Mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monolithische Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauderhaft. Die ehrenwerten vier Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hatte ein Kind auf dem Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Dann hat sie
Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte sie, warum sie das macht, aber Mutter Miranda lächelte nur und sagte, das ist das auserwählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen. Dann gab sie jedem der vier einen Teil des Kristalls in einer Art Fläschchen und sie verschwanden. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter Miranda zu verbeugen, bevor ich weglief. Ich zittere noch immer. Was hat sie getan? Wer ist dieses Kind? So, jetzt wissen wir ungefähr, was mit unserer Tochter passiert ist. Ist also irgendwas Besonderes. Lass mich raten, hier passiert doch gleich wieder was. Wir haben doch jetzt was von der Story herausgefunden. Wir könnten aber jetzt theoretisch was mit den Brunnen machen. Darauf hätte ich nämlich Bock. Da gibt es bestimmt auch irgendwie einen Loot zu holen. Nein! Ich Idiot! Wir haben das geschnitzte Tier verkauft, um ein bisschen Kohle zu kriegen. Und jetzt kriegen wir den Kopf davon. Das ist meistens immer so bei Resident Evil, dass du Schätze kombinieren kannst. Jetzt gehen wir erstmal hoch zur Kirche, zum Brunnen. Dass die Schätze, die du kombinieren kannst, dreimal so viel geben, wenn sie kombiniert sind. Das bedeutet, wenn wir den Körper des Tieres verkauft für 5.000 verkauft hätten, den Kopf für 5.000, dann hätten wir 10.000. Halskette mit zwei Fassungen. Lass mich raten, die Ketten, die ich verkauft habe, konnte ich auch kombinieren. Genauso wie den Ring. Na gut, die ist ja jetzt nicht so tragisch, finde ich. So, hier kann ich jetzt weiter. Den Dupe muss ich jetzt aufsuchen. Hier ist noch ein Speicherpunkt. Kann ich hier noch irgendwas? Ja. Jetzt gehe ich zurück. Ich würde nämlich gerne den anderen Brunnen noch aufsuchen. Und wenn es nur für einen ganz normalen Schatz ist. Da komme ich nicht lang, aber ich kann hier lang. Nee, ich muss hier lang. Da lang muss ich. Hier durch und dann durch den Stall. Genau, und danach hier hin. Oh, es wäre cool, wenn hier so ein Dietrich drin wäre, so ein fünffach Dietrich oder so. Aber nur ein einfacher Dietrich. Von der anderen Seite verschlossen. Kann ich aber auf der anderen Seite rein. Ich glaube, die Kette und den Ring kannst du noch voll machen. Ja, das kann gut sein. Das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Beim Ring bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich den im Schloss gefunden habe. Bei der Kette muss ich noch mal gucken. Von daher. Ist es jetzt in-game oder ist es mein Magen?
gucken, was man noch mit dem Dietrich aufmachen kann. Der Rest ist mir egal. Wir lassen ihn ruhig essen. Wir lassen ihn ruhig essen. Gut, hier haben wir auch alles. Wunderbar, so langsam wird's doch im Dorf hier. Brachialer Acker. Jo, dann müssen wir nochmal geradeaus, wenn das klappt. Aber sollte eigentlich gehen. Habe ich hier echt so viel vergessen? Bin ich hier überhaupt reingegangen? Ich frag gar nicht. Ich glaube, ich habe hier so viele Schätze verschissen. Ich habe hier so viele Schätze verschissen. So, sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Simon, Gärtner des Benveditos. Okay, okay. Ich habe keine Ahnung. Scheißhaus wieder zu. Jo, aber ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Ich hätte nicht gedacht, hier nochmal Munition zu finden. Also Pumpguns sind mir jetzt ein bisschen schwerfällig. Aber es läuft. So, wo wollte ich hin? Zum Acker nochmal nach oben. Und dort in den Brunnen nochmal rein. Und dann müssen wir den Duke aufsuchen. Weil der weiß nämlich etwas, was er uns nicht sagen will. Hier war ich schon überall. Genau, da muss ich über die Kirche. Ich hoffe, das sind keine Viecher. Da waren am Anfang so viele. Eine von den vier Grafen haben wir geklatscht. Ich hätte nicht gedacht, dass das die erste ist. Ich hätte gedacht, das wäre die zweite. Jo, geradeaus. Und dann... Obwohl ich gefühlt hier links auch nochmal in das Haus will. Aber das geht nicht. Es war so klar, dass sie das Feld als Kampfzone machen. Es war irgendwie so, es war mir einfach klar. Er hat mich gesehen. Viel zu lange.
Alter, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin echt, also, das kannst du vergessen. Das kannst du echt vergessen bei mir. Gibt's kein Auto-Aim für Controller? Leider nicht. Ich glaube, sowas bringen sie nicht. Puh. Oh, Rohrbombe, geil. Hat sich gelohnt. Definitiv. Das erlesene Wild kann ich auch dem Schwabbel gleich verkaufen. Hallo, kleiner Schwabbel, wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Hallo? Was ist hier? Oh. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Ich habe noch mal kurz auf Toilette.
Es kann sein, dass das Auto-Aiming, dass es das in der Demo gab, weil wir die Demo auf leicht gespielt haben, Zui. Und ah, da komme ich gar nicht rein. Okay. Und dass es das jetzt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht gibt. Puh. Okay, wir haben jetzt ein 4. Können jetzt hier weiter. Ich will aber nochmal zum Duke. Ich brauche dringend Munition. Wie kann ich das öffnen? Wie kann ich das öffnen? Da bin ich auch leicht überfragt. Hey, wir müssen sowieso zum Duke. So, dann kann ich ihm das ganze Schweindingsbums verkaufen. Und vielleicht hier die verschiedenen Schätze. Das hier kann weg, das kann weg. Das kann weg. Und naja. Gut, die man vielleicht nutzen kann zum. Hat das Glocken, was? Ich glaube nicht. Also sah jetzt für mich nicht so aus. Nichts. Wie kriegt man das Ding auf? Hm. Vielleicht soll es auch gar nicht auf dem Schwierigkeitsgrad sein. Naja, gut, ist egal. Gehen wir jetzt erstmal zum Duke hier. Und dann wieder Sachen zum Verkauf. Und er muss noch ein paar Sachen erzählen. Na, und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt 4 insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die 4 Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Kannte, ja. Die 2. lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Oh. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Das glaube ich. Der 3. ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der 4. und gefährlichste ist Heisenberg. Oh. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Ups. Och nee, nicht Puppen. Waffe in der Windmühle, in der Wassermühle?
Hier ist noch eine Waffe. Maestro-Sammlerstück. Ah. Okay. Die haben wir geklatscht, aber hier fehlt noch was. Schatzhaus beim Fluss. Und hier noch Kannibalenbeute. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle 4 Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Ich will nicht wissen, wie. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Na dann, sieh dich... Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Oh. Oh. Ein herzhaftes Gericht mit Brühe, gekochtem Reis, Geflügel und Wild. Stärkt den Körper von innen heraus. Beim Blocken erlittenen Schaden sinkt. Die maximale Gesundheit steigt geringfügig. Die maximale Gesundheit steigt. Fisch, Geflügel, Wild. Geflügel, Wild, saftiges Geflügel. Erlesenes Wild, Wild, Fisch. Feinster Fisch, Fisch. Oh. Ups. Madalina-Körper. Ich glaube, den Kopf habe ich schon verkauft. Beim geschnitzten Tier auf jeden Fall. Wir haben noch Geflügel, erlesenes Wild, Dietrich. Gesehen und gekauft. Zu hungern heißt zu leben. Okay, die ist fertig. Vielleicht hat er hier noch was. Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen. Ups. Nee, das kann da liegen bleiben. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar. Willkommen. Schrotpatronen. Vielen Dank für deinen Einkauf. Bis nächstes Mal. Sicher ist sicher. Oh. So easy entkommen und bei Heisenberg was? So easy entkommen bei Heisenberg sein und er soll der Stärkste sein. Weg, Hasse außer Korrektur. Boah, alles klar. Der Typ ist geil. Selber schuld, wenn man immer alles verkaufen muss. Ja, das war eine dumme Idee. Das war eine dumme Idee. Aber wisst ihr was, Leute? Ich speichere jetzt und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bin einfach fixen alle jetzt. Bei aller Liebe. Für mich ist es einfach jetzt gut. Hier können wir natürlich weiter, da auch. Also, hier geht's natürlich für uns durch. Zu hungern heißt zu leben. Ja, so wie du aussiehst, hast du schon noch nie gehungert in deinem Leben. So, Leute. Ich weiß nicht, warum der Zuschauerzähler 2 anzeigt, obwohl 3 im Chat sind. Genug für mich. Das schickt. Mal gucken, wann wir weitermachen. Vielleicht irgendwann, ein andermal. Finde ich gut, dass man nicht wirklich Bonusinhalte, Filme, Konzept Ethans Geschichte, Barker-Vorfall, ja, nö. Also beenden. Gut, Leute. Macht's gut. War auf jeden Fall cool, dass ihr da reingeguckt habt. Schade nur, dass es doch vielleicht, ist zwar ein geiles Spiel, aber es ist, glaube ich, nicht so ganz interessant. Aber hey, auf jeden Fall
Danke, dass ihr reingeguckt habt. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Versprochen. Oder ich mach das noch. Ich fange das Spiel nochmal von vorn auf leicht an. Mit dem Wissen, was ich jetzt gemacht habe, stehe ich wahrscheinlich wesentlich besser da. Aber auf der anderen Seite will ich da schon gucken, dass wir durchkommen. Muss ich mal schauen. Bin ich mir noch nicht so sicher. Findest du es nicht interessant? Ich finde es schon interessant, aber ich kann nicht mehr. Ich habe Hunger, ich will jetzt auch mal ein bisschen Ruhe haben und ständig diese beiden Leuchten und dementsprechend müssen wir einfach mal sagen, es reicht. Klar, es wird das für dich jetzt ein bisschen nervig, weil euch das gefällt. Solange du nicht gleich alles verkaufst. Und von daher, ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit für mich. Vor allem, Zui, 7 Stunden sind wir live. Also für mich interessiert das Spiel schon, das gefällt mir. Gefällt mir sehr, soweit. Steuerung und dieses Blocken hätten sie vielleicht ein bisschen knackiger machen können. Das Zielen auch so, da ist dieses, wir wollen die Bewegung flüssig haben, ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Das ist aber bei allen neuen Spielen so, habe ich das Gefühl. Bei alten Spielen kann ich viel einfacher zielen, weil die da nicht so auf Smooth-Wind auf sind. Und naja, auf jeden Fall, nee, ich meine, weil du meintest, dass er nicht so interessant ist. Für die Zuschauer, scheinbar, oder weiß ich nicht, also... Wenn ich bei Stardew Valley, bei Factorio und bei Ranch Simulator definitiv mehr Zuschauer habe und hier ständig 2 oder 3 Maximum, dann nehme ich es halt für die Allgemeinheit an. Aber na gut, das ist ja eine Sache. Ich mache erstmal Schluss für heute. Und dementsprechend würde ich sagen... Sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.